welcher Service ist denn der richtige für mich? Vor weniger als 2 Wochen haben wir einen neuen Service gelauncht, unseren Wertpapierverbuchungsservice. Vorher konnte man bei Ride nur den Admin-Service buchen. Und jetzt, wo wir auch dieses zusätzliche Angebot haben, stellt sich manchen unserer Kunden die Frage, welcher Service ist denn der richtige für mich? Diese Frage möchte ich heute gern beantworten, aber nicht allein, sondern ich habe mir Hilfe ins Studio geholt. Bei mir ist Frank. Frank Konefka ist extra heute angereist. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Frank, magst du kurz 2 Worte zu dir sagen? Ja, bin Steuerberater, arbeite seit über einem Jahr mit euch zusammen im Bereich der Wertpapierverbuchung, um dieses leidige Thema ja zu professionalisieren. Meine Kanzlei ist in der Oberlausitz, in der Nähe von Görlitz. Und von dort aus betreue ich halt deutschlandweit entsprechende Mandate. Ja, und ich glaube, du betreust, wie viele Admin-Mandate betreust du aktuell? Admin sind in der Tat 40 aktuell, weil ich gesagt habe, Bremse. Erstmal, jetzt machen wir erstmal einen Stopp. Die Sachen müssen ordentlich abgearbeitet werden. Und ja, 40. Ja, man muss dazu auch sagen, du hast ja nicht nur mit den Mandanten Arbeit, sondern auch mit uns. Du hast ja in den letzten Monaten auch viel Energie da reingesteckt, unsere Wertpapierverbuchung mitzuentwickeln. Von daher bin ich auch froh, wenn du mal 1-2 Mandanten weniger annimmst und mehr Zeit für uns hast. Aber du hast uns ja auf die Idee zu dem reinen Wertpapierverbuchungsservice gebracht. Wie kam es denn dazu? Ja, es kam dazu, dass es halt der Admin-Service, euer erstes Produkt, hat sich ja an die Leute gerichtet, die eine komplette GmbH, einschließlich Steuererklärung, einschließlich Bilanzen, so das Komplettpaket gesucht haben. Es gibt aber auch eine gar nicht so geringe Anzahl bestehender GmbHs, die diese Wertpapiergeschäfte entweder jetzt neu zusätzlich haben, ja, oder halt beabsichtigen einzugehen und halt keine Steuererklärung, keine Bilanzen benötigen, sondern rein die professionelle Verbuchung von den Wertpapieren. Und so sind wir auf die Suche gegangen, wie können wir das ganze Thema lösen. Und wenn du es mal kurz zusammenfassen müsstest, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Wertpapierverbuchungsservice und dem Admin-Service? Kurz zusammengefasst ist der Admin-Service das Komplettpaket, also von der Verbuchung bis zur Rückfrage vom Finanzamt über Steuererklärung, über Bilanzen. Und die reine Wertpapierverbuchung richtet sich, ja, oder man arbeitet einem anderen Steuerberater, der in der Regel das Mandat betreut, nur die Wertpapierverbuchung zu und er erstellt die Unternehmensbilanz und die Steuererklärungen weiterhin alleine. Ja, wir hatten das eben genau daraus entstanden, dass es gab zwar viele Kunden, die entweder gerade erst ihre vermögensverwaltende GmbH gegründet haben und erstmalig einen Steuerberater brauchten. Für die hat der Admin-Service immer gut funktioniert. Genau. Oder Kunden, die unzufrieden mit ihren bestehenden Steuerberatern waren und gern wechseln wollten. Was nie funktioniert hat, war der Wechsel für Leute, die sich ja eigentlich bei ihrem Steuerberater wohlfühlen, wo der Steuerberater aber nicht diese Fachkompetenz in dem Spezialthema Wertpapierverbuchung hatte. Wie siehst du das denn? Welcher Mandant sollte sich denn für welchen Service von Ride entscheiden? Wer rein eine Wert- oder eine Trading GmbH, eine vermögensverwaltende GmbH hat, keinen Bezug, der vielleicht also kein Vertrauensverhältnis zu einem Steuerberater über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, dem das quasi egal ist, wer seine Sachen ordentlich erfüllt, für den ist der Admin-Service genau das Richtige. Vielleicht auch für denjenigen, der die Honorare im Blick hat. Die sind ja bei dem Admin-Service fix auf der Homepage auch alles nachzulesen, unabhängig von der Steuerberatervergütungsverordnung. Das ist für manche auch vielleicht ein wichtiger Punkt, weil man durch diese hochautomatisierte Verbuchung, bin ich mir sicher, im Vergleich zur manuellen Verbuchung deutlich Honorar sparen kann. Das ist die Variante Admin-Service. Die Wertpapierverbuchung ist definitiv für die Leute interessant, die bei ihrem bisherigen Steuerberater bleiben möchten und oder wo die Wertpapierverbuchung nur ein Teil einer zum Beispiel operativen GmbH ist. Ja, in vielen Teilen sind die tatsächlich auch recht ähnlich. Also die Mandanten kriegen in beiden Fällen Zugang zum Ride-Kundenkonto, ja, wo sie dann eben ihr Depot anbinden, die
Der Steuerberater kriegt in beiden Fällen Zugang über die Steuerberater-App. Das heißt, von Software und Betreuung ändert sich wenig. Das Grundprodukt, genau, ist das gleiche, aber die Auswertung, das, was ich bekomme, da ist ein Unterschied, ein deutlicher Unterschied. Ja, und es ist aber tatsächlich so, dass wir nach wie vor auch noch weitere Partnersteuerberater suchen. Aber jetzt durch dieses, durch die Wertpapierverbuchung sind wir eben in der Lage, die Wertpapierverbuchung als solche viel breiter anzubieten und vor allem auch rechtssicher. Ja? Denn das Besondere bei der Wertpapierverbuchung ist ja, dass unsere Partnersteuerberater das verprüfen und das ja auch komplett unter eure Berufshaftpflicht passt. Genau. Ne? Also das gehört zu unseren Tätigkeiten. Wir bieten das als Dienstleistung für unsere Kollegen an, die quasi die Wertpapierverbuchung nicht abliefern können oder wollen. Und dementsprechend für diesen Teil achten wir punktuell. Ja. Vielen Dank, Frank. Wenn ihr euch immer noch nicht sicher seid, welcher Service der richtige für euch ist, ob ihr eher den Admin-Service mit der Komplettbetreuung wollt und zukünftig mit einem unserer Partnersteuerberater arbeiten wollt, oder ob der Wertpapierverbuchungsservice besser ist, wo ihr mit eurem bestehenden Steuerberater weiterarbeiten könnt, dann könnt ihr gerne auch einfach ein Erstgespräch bei uns auf der Webseite buchen. Wir gucken uns dann euren Fall detailliert einzeln an. Ansonsten abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Hier seht ihr immer wieder spannende Inhalte.